Also, folgendes Experiment. Schauen Sie, die Sie jetzt eine Uhr am Armgelenk haben, bitte nicht auf Ihre Armbanduhr, nicht drauf schauen. So. Okay. Wer von Ihnen wäre jetzt bereit, eine Wette einzugehen? Mit mir oder mit Ihrem Nachbarn oder Ihrer Nachbarin? Eine Wette einzugehen. Sie können 1000 Euro gewinnen oder verlieren. Ja? Wenn Sie sagen, und zwar mit hundertprozentiger Sicherheit, was Sie für Ziffern auf Ihrem Zifferblatt drauf haben. Sind das römische oder arabische? Sind das 3, 4 oder 5? Was für eine Farbe haben die? So. Ja? Wer von, jetzt bitte ich um Handzeichen. Wer von unseren Armbandträgern und Trägerinnen würde eine solche Wette eingehen? Dann mal Handzeichen geben. Ach. Na, immerhin. 2, 3, okay. So. Dann überprüfen Sie jetzt mal, ob Sie gewonnen oder verloren hätten. Schauen Sie bitte auf Ihre Armbanduhr. Okay. Und dann bitte ich mal um Handzeichen, wer lag denn schief? Wer lag daneben? Okay. Und wer lag richtig? 50-50. 50-50 muss man. Ja, etwa die Hälfte. Hälfte lag schief, die Hälfte lag richtig. All diejenigen, die jetzt schief lagen und all diejenigen, die eine solche Wette nicht eingegangen sind jetzt, sind der lebendige Beweis für die These, die ich zuvor geäußert habe. Es geht nur das ins Langzeitgedächtnis, dem wir auch unsere Aufmerksamkeit schenken. Das, was wir erwerben wollen an explizitem Wissen, das müssen wir uns zugreifend erwerben. Es genügt nicht einer Sache, ein Dutzend Mal am Tag ausgesetzt zu sein. Und wenn das 350 Tage im Jahr ist, um es auch mit hundertprozentiger Sicherheit ins Langzeitgedächtnis zu überführen. Ich meine, natürlich ist da was hängen geblieben in der Struktur Ihres Langzeitgedächtnisses. Sie würden Ihre Uhr wiedererkennen, wenn sie jetzt auf den Tisch läge mit 2 Dutzend anderen, die nicht ihre sind, da würden sie ihre Uhr erkennen, sie wissen, wie die aussieht. Aber es ist nicht im expliziten Gedächtnis drin enthalten. So, und jetzt kommt der zweite Teil der Wette, bitte nicht auf die Armbanduhr schauen. Wer von denen, die eben mitgespielt haben, würde jetzt noch einmal eine 1000-Euro-Wette halten und sagen, welche Uhrzeit genau es war, als sie draufgeschaut haben? Okay, vielen Dank. Also, das ist unsere Aufmerksamkeitsreaktion. 100 Bit pro Sekunde passen da nur durch diesen Flaschenhals. Und deshalb ist das natürlich unglaublich kostbar. Ich sage Ihnen eins, in unserer Gesellschaft heute sind diese 100 Bit das Wertvollste, was Sie haben. Da will jeder dran. Jedes Werbeplakat, jeder Zeitungsartikel, jede Broschüre. Sogar ich hier vorne will dran und will, dass Sie sie mir schenken, jetzt wenigstens für eine halbe Stunde noch. Das ist das Kostbarste, was Sie haben. Gehen Sie sorgfältig damit um, denn es wird in einem aufwendigen Prozess erzeugt. Schauen Sie, hier hinten am anderen Ende unseres neuronalen Netzes tritt unser körpereigener Information Backbone ein ins Gehirn. Jetzt stimmt der Begriff auch mal. Und er schaufelt mit einer Bandbreite von ungefähr 50 Millionen Bit pro Sekunde Informationen hinein ins Gehirn. Und zwar sind das Daten, die von den Sinnesorganen kommen, von den 5 Sinnen, und Daten, die aus dem Körperinneren kommen, die Auskunft geben über Füllungsgrad des Magens und so weiter. Die rauschen hier hinein und landen alle an einem zentralen Punkt, hier dem Hypothalamus. Es kommt natürlich auch sehr viel Information von den Augen und etliches von den Ohren. Ich habe es jetzt der Einfachheit halber alles mal hier unten hingemalt, die 50 Millionen Bit. Aus diesen 50 Millionen Bit pro Sekunde die 100 Bit pro Sekunde zu machen, auf die es ankommt,
also unser Bewusstsein zu erzeugen, das ist das Wichtigste und das Edelste, was das neuronale Netz für uns tut. Und hier erkennen Sie schon, es handelt sich hier nicht um Informationen, die dieses neuronale Netz für uns erzeugen soll, sondern es geht ums Gegenteil. Exformation ist es, wovon hier die Rede ist. Nicht Bits zu erzeugen, sondern wegzuschmeißen. Das ist hier das Wertvolle. Zu beseitigen, zu exformieren heißt zusammenzufassen, heißt zu verdichten, heißt weniger draus zu machen und Sinn zu extrahieren. Exformation ist zum Beispiel, wir haben ja hier ein größtenteils wissenschaftliches Publikum, da kann ich das mal ein bisschen detaillierter erläutern. Ja. Gibt wie viel? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 18, 72. Oh, Entschuldigung. Bit, nämlich. Vorausgesetzt, wir kodieren das im ASCII-System, mit dem auch unsere PCs arbeiten. 72 Bit. Ich kann aber natürlich auch schreiben, das hier. 3 mal 8 sind 24 Bit. Oder ich schreibe doch gleich das hier und bin bei 8 Bit. Und das, meine Damen und Herren, ist Exformation. Das ist Exformation. Und da merken Sie, natürlich ist da auch was verloren gegangen. Wenn ich diese fünf hier vorliegen habe, weiß ich sozusagen nicht mehr, wie sie zustande gekommen ist. War das jetzt 10 minus 5 oder 100 durch 20 oder was war es? Das ist verloren gegangen. Aber die Essenz, die ist noch da. Und wenn ich die zugrunde liegenden Rohdaten wiederherstellen will, dann betreibe ich den gegenteiligen Prozess und das ist Information. Und dieser Prozess hier, dieses Exformieren, das ist Wissenschaft und das ist Kommunikation. Schauen wir uns zum Beispiel Einsteins berühmte Formel an. Wer kennt sie nicht? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Zeichen, wenn man so schreibt. 40 Bit. Durch den Wert 40 Bit ist doch nicht die Bedeutung dieser Gleichung wiedergegeben. Der Wert dieser Gleichung besteht ja gerade nicht darin, wie breit sie angelegt ist, sondern wie schmal. Das Entscheidende, was Einstein geleistet hat, war nicht Formeln zu erzeugen, sondern Formeln zu reduzieren. Denn als der angefangen hat, war das eben noch nicht so kurz und exformiert, sondern da standen ganze Tafelwände voll mit Formeln und Symbolen. Und das war nur die linke Seite des Gleichheitszeichens. Und die rechte Seite stand im anderen Raum. Und dann fing er an mit seiner mathematischen Kunstfertigkeit und die besteht darin, zu reduzieren und zu exformieren. Sodass wir sagen können, der Wert einer solchen exformierten Aussage ist darin zu sehen, wie viele Rechenschritte notwendig waren, um auf diese Kürze zu kommen. Und das ist das zweite Maß, was wir benötigen, um Bewusstsein zu beschreiben, wenn wir uns der Informationstheorie bedienen, wie hier. Und das ist das Maß der Informationstiefe. Die Menge beschreibt sozusagen die Anzahl der Zeichen, die dazu notwendig ist. Die Tiefe beschreibt aber, wie viele Operationen notwendig waren, wie viel dem vorausgegangen ist, um es auf dieses hier zu reduzieren. Und jetzt haben wir die beiden Kerneigenschaften des Bewusstseins. Es hat eine geringe Bandbreite, 100 Bit pro Sekunde, ist nicht viel, aber es hat eine gewaltige Informationstiefe. Das ist das Entscheidende, was unser Bewusstsein hier für uns leistet.